Hallo zusammen, ich bin's wieder, eure Doro. Und ich bin heute nicht alleine in meiner Küche, sondern ich habe quasi Besuch, denn Euronix hat mir den Philips Airfryer XXL zur Verfügung gestellt. Der steht hier neben mir und mit dem backe ich gleich was. Ich vermisse nämlich zurzeit ganz besonders, bei meinem Italiener zu sitzen, ein Gläschen Wein zu schlürfen und Focaccia zu essen. Also habe ich mir gedacht, backe ich einfach Focaccia. Wir machen einmal eine Focaccia Barese und dann machen wir noch die klassische und eine gefüllte. Wir fangen jetzt erstmal mit der Variante aus Bari an. Für die brauchen wir nämlich eine Kartoffel. Ja, die habe ich schon gekocht und wie ihr seht, ist die auch schon ein bisschen abgekühlt, sonst könnte ich die wohl nicht so halten. Und die werde ich jetzt erstmal schälen und dann im Teig verarbeiten. Kartoffeln niemals mit dem Pürierstab klein machen oder mit dem Blitzhacker zu lange. Dann wird es nämlich richtig klebrig und dann wird es ein bisschen so wie ja, so Kleister oder so. Und in diese Schüssel kommt zuerst unser Mehl. Das Mehl, das man für Focaccia nimmt, ist übrigens traditionellerweise 0,0er Mehl. Und dazu kommt jetzt für diesen Teig auch noch Grieß. Das wird einmal verrührt. Dann mache ich gleich schon mal hier so eine Mulde hinein. Dann rühre ich mal die Hefe an. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen koordinieren. Ich habe hier einen ganzen Würfel frische Hefe. Dann habe ich hier handwarmes Wasser und eine Prise Zucker. Und dann löse ich die Hefe darin auf. Dann kommt die Kartoffel dazu. Jetzt kommt eine vergleichsweise große Menge Salz dazu, 2 Teelöffel Hefewasser dazu und Olivenöl. Sollen so ungefähr 2 Esslöffel sein. Was mir aber jetzt ein bisschen wenig vorkommt, wenn ich drüber nachdenke. Und noch mehr Wasser. Und dann wird das verknetet. So, das schreit nach Handkneten. Focaccia ist übrigens gar nicht so weit von der Pizza entfernt. Aber Pizzateig ist ja dünn und eher knusprig eigentlich. Und die Focaccia ist auch je nach Region und je nach Variante sehr unterschiedlich. Aber ist so im Allgemeinen eigentlich eher fluffig. So, schaut mal. Der Teig ist fertig geknetet. Da gebe ich jetzt ein bisschen Olivenöl drauf. Wie gesagt, Olivenöl. Wichtig für Focaccia. Kommt noch ein Tuch drüber und in dieser Zwischenzeit warten wir natürlich nicht tatenlos, sondern wir machen einfach schon mal den zweiten Teig. Wir haben hier halt kein Waschbecken im Studio, was soll ich machen? Also ist jetzt das Olivenöl und der Teigrest hier in dem Handtuch. Neue Schüssel, neues Glück. Wir machen jetzt den zweiten Focaccia-Teig und zwar ähnelt der unserem ersten, aber wir haben noch weniger Zutaten. Wir haben praktisch einfach nur Mehl, auch wieder 0,0er Mehl, Hefe. So, das Hefewasser kommt dazu, beziehungsweise die aufgelöste Hefe. Noch etwas mehr Wasser, reichlich Olivenöl und Salz. Und los geht's. Die genauen Angaben findet ihr natürlich wie immer unten in unserer Infobox. Das habe ich jetzt nicht alles so ganz genau gesagt, wie viel genau hier wo reinkommt. So, ich glaube, bevor ich morgen Muskelkater habe, reicht das. Wir müssen jetzt keine Stunde warten. Der Teig muss nämlich natürlich auch noch gehen, denn wir haben schon einen vorbereitet. Den habe ich versteckt. Wartet. Schaut euch das an. Ich räume vielleicht noch mal ganz kurz jetzt die Sachen weg, die ich nicht mehr brauche und dann weiter. Ich habe jetzt hier meinen Teig, den werde ich in 2 Hälften teilen und die erste Hälfte backe ich ganz plain auf dieser Größe. Dafür werde ich das Pizzakit nutzen. Das kann man extra dazu bestellen. Ansonsten kann man auch die Backschale dafür verwenden. Das ist diese hier und das werden wir auch tun für die anderen 2 Sorten. Und das wird einfach so da reingesetzt. Der Airfryer muss nicht vorgeheizt werden, was ich sehr cool finde. Spart natürlich auch Energie. Das heißt, wir machen den erst gleich an, wenn wir ihn brauchen. Und ich kümmere mich jetzt hier erstmal um meine eine Teighälfte. So, ich möchte den jetzt hier auf diese Größe bringen von meinem vorher ausgeschnittenen Backpapier.
irgendwann lerne ich nochmal, wie man Teig so in der Luft, so wie richtig coole Pizzabäcker, einfach quasi in der Luft ausrollen kann mit zwei Händen. Wenn das zufällig jemand von euch Zuschauern oder Zuschauerinnen kann, dann könnt ihr mir auch gerne den Trick in den Kommentaren verraten. Wenn es da einen Trick gibt, vielleicht ist es auch einfach Übung, ne? Wie so vieles. Man sieht Sachen und denkt, boah, krasser Trick, aber eigentlich ist es viel Übung und Fleiß. Nun gut, das könnte so ungefähr die Größe sein. Focaccia hat auch unterschiedliche Formen, je nachdem, wo sie herkommt. Manchmal ist sie wirklich rund wie eine Pizza, aber Focaccia ist traditionellerweise nicht so doll belegt wie eine Pizza, sondern etwas spärlicher. Oder sie ist viereckig, wie das Blech, wo sie drauf ist oder so. Also das ist wirklich unterschiedlich. Der Teig muss jetzt auch noch mal ein bisschen gehen. Ich gebe den auf einen Teller und decke ein Handtuch darüber. Dann stellen wir ihn an einen schönen, kuschelig warmen Ort. Und ich mache direkt weiter mit der zweiten Hälfte quasi, die wir füllen werden. Das heißt, ich werde den Teig auch teilen. Die gefüllte Variante backe ich ja, wie schon angekündigt, in der Backschale. Die Form ist eigentlich genau gleich. Wir haben aber diesmal kein Backpapier, denn wir verwenden gleich ganz viel Olivenöl in der Form. So, Numero uno. Ich könnte ja mal ein bisschen Italienisch sprechen hier, wenn wir was Italienisches machen. Ich spreche zwar nicht gut Italienisch, aber so ein bisschen. Oh je, ich habe schon ein paar italienische Freunde und Freundinnen, die das jetzt gucken, darf ich mich nicht blamieren. Und die Hälfte meiner Freundinnen hat in Italien studiert. Da habe ich gute Erinnerungen an meine Besuche bei meinen studierenden, Erasmus-machenden Freundinnen in Bologna. Ach ja, früher. Das Schlimme ist, dass man oft so Augenblicke erst im Nachhinein wertschätzen kann, ne? Ich erinnere mich natürlich auch daran, dass ich mich während des Studiums gestresst habe, wenn ich schlechte Noten hatte und so. Ich wollte natürlich gute Noten haben. Und jetzt im Nachhinein denke ich so, ach, die Noten. Im Nachhinein, das bedeutet natürlich auch, dass im Nachhinein ich mich an diesen Moment jetzt erinnern und ihn verklären werde. Das ist doch auch schön. Ach, dieser Tag, als wir im Studio waren und Focaccia buchen, oder? Ja, das wird so sein. Also, jetzt bin ich völlig hier total einfach rumgelabert. Völlig vergessen, was ich jetzt machen wollte. Ach, den Spinat ausdrücken, damit die Flüssigkeit dann nicht beim Backen rauskommt. Okay, es reicht. Ricotta, italienischer Frischkäse, Parmigiano. Jetzt wird es noch gewürzt, beziehungsweise nee, ich gebe hier den Spinat direkt dazu und mische den auch noch unter. Zumindest so grob. Und dann Pfeffer. Sale. Ne? Salz. Dann Muskatnuss. Ein wenig. Ich lasse hier am Rand ein bisschen Platz, damit ich das da noch schön zusammendätschen kann. So. Wenn die Ränder nicht zusammenkleben, dann kann man auch ein bisschen Wasser einfach dazwischen machen. Das mit Wasser so zusammenkleben. Das geht aber eigentlich ganz gut. Damit wir später die Focaccia wieder aus der Form hinausbekommen, brauchen wir sehr viel Olivenöl. So. Komm, mein Kleiner. Beziehungsweise meine kleine Focaccia. Unsere gefüllte Focaccia darf jetzt auch noch so einen kleinen Moment Urlaub machen an diesem wunderschönen warmen Ort, wo die andere ist. Und wir tauschen die quasi einmal aus. Jetzt kommt ein Arbeitsschritt, der sehr typisch für Focaccia ist und für den ich meinen Finger brauche. Und zwar werden hier so kleine Mulden hineingedrückt. Ich nehme bis an drei Finger. Und da hinein in die Mulden kommt jetzt, na was wohl? Olio. Olio Olive. Wie heißt das? Ach, ihr wisst schon. Deswegen auch der Hinweis, dass man für Focaccia wirklich am besten ein ganz tolles Olivenöl nimmt, weil man einfach so viel davon braucht. Kann man sich ja auch gönnen, dass man einfach gute Zutaten isst. Man würde ja auch nicht in das Auto, was man fährt, irgendwas als Benzin reingießen, ne? Deswegen
sollte man auch eigentlich nur gute Sachen essen. Jetzt bin ich kurz verwirrt hier von meinem Autovergleich. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Ich habe mir das jetzt nicht selber ausgedacht. Also, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Salz. Und dann fehlen noch Kräuter. Ich habe hier einen kleinen Rosmarinzweig, beziehungsweise ein paar Zweige. Man könnte auch den ganzen, also nicht jetzt den natürlich, ne, das würde nicht so ganz passen, aber so ein, wenn man einen kleineren Rosmarinzweig hat, könnte man auch den ganzen Zweig da drauflegen. Das ziehe ich jetzt einfach hier drauf. Der Airfryer hat eine patentierte Seesternform. Die sorgt dafür, dass die Luft hier wie irre zirkuliert mit 70 km/h. Und dadurch wird wirklich alles gegart und gebräunt. Ist wirklich super für Pommes. Ich habe schon Pommes aus dem Airfryer gegessen und war beeindruckt, weil da echt nicht viel Fett dran war. Die waren super cross und super lecker. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das mit unserer Focaccia funktioniert. So, hinein damit. Jetzt stellen wir das gute Ding mal an. Es gibt hier verschiedene Programme. Das sieht nach tiefgefroren aus. Dann haben wir ein Hühnchen. Ein Stück Fleisch, ein Fisch, eine Pie bzw. so ein gedeckter Kuchen und ein manuelles Programm, das wählen wir. Ich nehme 200 Grad für 8 Minuten, das müsste reichen. Und los geht's. Ich habe die gefüllte schon geholt, damit wir die dann als nächstes direkt hineinschieben können. Ach, das kann ich schon mal vorbereiten, die kommt ja da rein. So, jetzt. Die sieht sehr schön aus, finde ich. Schön gebräunt. Ist nicht ganz gleichmäßig aufgegangen, aber ist ja auch selber gemacht. Es sind nicht mehr alle Rosmarinnadeln an ihrem Platz, aber 70 km/h. Da fliegt ein bisschen was durch die Gegend. Oh, nicht Finger, die Finger verbrennen. So, schaut mal. Och, ich finde, die sieht sehr schön aus. Und sehr lecker vor allem. Bevor wir die gefüllte hineinmachen, bereite ich auch die Focaccia-mäßig vor. Und noch ein ganz kleines bisschen Salz. Und hinein damit. Ich behalte jetzt die Gradzahl bei, also auch 200 Grad und auch 8 Minuten. Man kann bei dem Airfryer bis zu 60 Minuten einstellen, Garzeit quasi. Und der stellt sich dann automatisch ab, was ich sehr praktisch finde. Oh, ich möchte hier am liebsten schon reinbeißen. Ich glaube, ich muss das irgendwo wegstellen. Sonst habe ich keine Selbstbeherrschung. Aber ich reiße mich zusammen. 8 Minuten sind vorbei. Genauer gesagt 9 Minuten. Ich habe noch mal eine Minute verlängert. Aber jetzt sieht es sehr gut aus. Jetzt hole ich das mal vorsichtig raus. Und hebe das einmal raus. So. Ach, schön. Das riecht total lecker. Und das ist ganz kross. Das macht der Airfryer auch, dass die Sachen da drin ganz kross werden. Mmh. Toll. Okay, auch das muss ich jetzt mal außerhalb meiner Reichweite platzieren, damit ich das nicht sofort nasche und probiere. Und das ist sicher innen drin auch noch sehr heiß. Kommen wir zu unserer dritten Variante. Unserer Focaccia Barese. Mit Kartoffelteig, der ist super schön aufgegangen. Für den brauchen wir jetzt hier die Kirschtomaten. Die sind gewaschen und halbiert. Erstmal hole ich den Teig raus natürlich. So. Muss ich eigentlich gar nicht so doll ausrollen. Ich glaube, das reicht schon. Da kommt auch wieder Olivenöl rein, damit das nicht anbappt. So. Perfekt. Und dann wieder das gleiche Spiel. Ihr kennt es schon. Olivenöl, welche Überraschung. Und die Tomaten. Ich setze die so in die Löcher. Und ein bisschen Meersalz. Komm, Tim, guck noch mal. Rein mit dir. Boah, das ist richtig schwer hier. So, jetzt haben wir mal eine andere Einstellung. Und zwar 180 Grad für 12 Minuten. Denn die ist ja schon dicker. Die wird nicht in 8 Minuten fertig. Ehe ich es vergesse, es gibt eine super App, NutriU. Da sind ganz viele Rezepte drin, denn man kann mit dem Airfryer, wie wir sehen, wirklich nicht nur Pommes machen. Aber Pommes auch. Und Pommes sind richtig gut.
Vor allem, wenn man so eine selbstgemachte Mayonnaise dazu nimmt und so. Okay, jetzt nicht ablenken lassen. Ich räume jetzt hier erstmal auf und komme dann einfach in 12 Minuten wieder. Und jetzt ist auch die dritte Focaccia fertig. Wow! Oh, die sieht richtig gut aus. Lasst mich die mal hier rausholen, ohne mir die Finger zu verbrennen. Schaut euch das an. Oh, ich finde, die sieht sehr perfekt aus. Na komm! Komm, mach mit. Sei kooperativ. Ja, guck mal hier, das eine. Bisschen Schwund ist ja immer. Eine Tomate ist leider hinüber. Ich schaue mir jetzt erstmal die Füllung an. Aber schneller, ich möchte das doch ganz schnell probieren. Numero uno. Ah, hier kann man es auch noch mal sehr schön sehen. Schön knusprig außen. Saftig und nicht trocken innen. Die Füllung ist ganz köstlich. Lecker, lecker, lecker. Jetzt die schneide ich mal wie eine Torte an. Da bin ich sehr gespannt, denn die habe ich tatsächlich noch nie gemacht und auch noch nie gegessen. Schmeckt tatsächlich ein bisschen nach Kartoffel. Aber auch so ein bisschen, ja, schon so leicht nach Hefeteig. Total fluffig, feucht, also überhaupt nicht trocken. Lecker. Wir lassen das Ganze jetzt ein bisschen abkühlen. In der Zwischenzeit räumen wir auf. Schmeißen das in die Spülmaschine übrigens. Also das kann alles einfach in der Spülmaschine abgewaschen werden. Wie praktisch. Weniger Arbeit für uns. Und dann lassen wir es uns schmecken. Macht das auch. Macht es zu Hause nach. Wenn ihr Interesse an dem Philips Airfryer XXL habt, dann schaut mal beim Oronix Trendblog vorbei. Und den Shop verlinken wir euch beides unten in der Infobox. Und dann guten Appetit und alles Liebe für euch. Und passt gut auf euch auf und bis bald. Tschüss. Ich nasche jetzt, glaube ich, doch noch mal, ne? Und dann räume ich auf. Wo ist denn mein Glas Wein? Hallo?